Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Alpenwelle aktuell. Ich freue mich, dass ich heute hier darf. Dabei sein, natürlich bin ich nicht allein, sondern bin natürlich mit dem Mann, der sich am besten auskennt, Mr. Alpenwelle, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Elmar. Roland, wie hast du es? Danke, vielmals, dass du wieder da bist. Ja, sehr gerne. Es geht natürlich, aber Strube Zeit dahinter mehr und es ja. Läuft halt überall ein bisschen etwas, meistens nicht immer so, wie es sollte. Wie es so oft ist im Leben. Tun wir heute in diesem Fall versuchen, uns auf die Sendung zu konzentrieren. Und wir haben heute einen lieben Musikanten, Freund von mir, wo ich natürlich schon oft mit ihm auf der Bühne gestanden bin, Markus Wohlfahrt. Aber da weißt du sehr, sehr gut Bescheid, Elmar. Du ich würde sagen, wir bleiben ein bisschen drüber. Du weißt ja, Markus Wohlfahrt ist eine Kapazität. Er hat natürlich sehr viele Jahre Klostertaler gehabt. Und ist ja übrigens die einzige Formation, nach meinem Wissen, die zweimal den Sieg am Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat. Einmal mit wie heisst es denn nun schon wieder? Eine Wunder habe ich geglaubt. Und der andere Titel war, glaube ich, Heimat ist dort. Jawohl, grossartig. Grossartige Zeiten waren das natürlich auch gewesen. Du weißt aber auch, der Markus Wohlfahrt hat natürlich auch noch einen riesen Schub bekommen. Dazu mal hat es ja auch noch ein Konzept gegeben. Die drei Grossen der Volksmusik, genau, mit dem Norbert Trier von der Kaschelotter Spatzen, der Friedel vom Nockhalm Quintett und natürlich der Markus eben dazu mal von der Klostertaler Seite noch. Und mit dem Trio hat man dazu mal, glaube ich, zwei Projekte hat man gemacht gehabt, und das hat eingeschlagen dazu mal wie eine Bombe. Aber beliebt. Er ist natürlich jetzt als Solist unterwegs, aber auch in einer neuen Formation, das weißt du, genau, nämlich mit der Alpin KG. Brandnertal, ein wunderschöner Ecke, wo wir übrigens auch schon gefilmt haben, muss ich auch noch sagen, ein wunderschöner Platz. Ihr seid immer wieder mal dort, oder? Wir sind jedes Jahr da draußen und es ist auch wie so ein Kult-Event, Fernseh-Event geworden. Jedes Jahr da draußen haben wir auch jetzt müssen zweimal sogar verschieben, absagen. Und es ist etwas, was mich immer wieder lustig macht. Vor allem, man hat es gesehen, ich habe beim Markus Wohlfahrt einen Videoclip auf dem Lühnersee allein, dass die traumhafte Location ist einfach ein Wahnsinn. Und wir sind übrigens, Roland, aber ich weiss, du hast wieder keine Zeit dabei. Wir sind nämlich dann dabei am 19. bis 23. Juni 2022, wo wir mit der Partyhelden gegen den Klostertaler, Dennis, den Sven Dangel, Spitzbub darf nicht fehlen, der Christian Duster, René Bisang, Schweizer Mix und Silvanes aus Deutschland und Tradis, wo wir dann werden im Prinzip wieder ein paar Tage da draussen ein bisschen Natur geniessen. Sehr schön. Wirklich schöne Ecke. Und ich kann da wirklich nur auch sagen, da habt ihr die richtige Ecke rausgelesen zum Filmen. Ich möchte noch mal schnell zurückkommen zu den drei Grossen der Volksmusik. Mhm. Der Markus ist auch einer, der viele Projekte macht. Und auf eins ganz Spezielles, das ich jetzt nicht verraten will, gehen wir dann am Schluss relativ noch darauf ein. Und er ist ja immer auch so ein bisschen in dieser Phase rein, wo er da ein bisschen wirklich ganz spezielle Themen aus sich nennt. Als Solist selber, wie hast du den Markus in all diesen vielen Jahren erlebt? Natürlich auch als Persönlichkeit, eine grosse Persönlichkeit. Man kennt den Markus Wohlfahrt unglaublich gut. Natürlich selbstverständlich aus der Klostertaler Zeit, wo er doch mit seinen Leuten zusammen unglaublich viel bewegt hat. Eine Art, wenn er doch auftritt und herkommt, ist da irgendwie eine gewisse Person im Raum inne, wo die Leute auf sich zieht. Also, ich sage aber immer, kommt mir vor wie ein Pfarrer. Aber man lehnt es wirklich ab. Es ist wirklich, wenn er da vor der Bühne steht, ich kann mich noch erinnern, Roland, es hat eine Situation gegeben, wo wir Klostertaler Zeiten noch produziert haben. Mhm. Da ist der Markus, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, gesagt, ich möchte den Titel, dass der gepusht wird. Mhm. Und wir als Schallplattenfirma haben gesagt, nein, du musst den Titel pushen, weil ich glaube, der hat den Titel. Jawohl. Und da haben wir immer so gekiefert und gestritten miteinander. Und der Markus hat dann wirklich immer seinen Titel immer wieder pushen an den Event überall. Und tatsächlich, er ist ihn durchgestartet. Hat funktioniert. Er hat einfach schon Charisma. Ja, und es ist halt so, dass auch Musiker in der Regel wie Näritzen, die eine Band hat geführt hat, einfach auch Spüre hat, was das für ihn und für seine Formation am besten ankommt, was die Leute von ihm erwarten. Und ich glaube, das spürt er eben sehr gut, was erwarten die Leute von ihm, was für eine Art von Musik oder allenfalls das Thema, das wir dann noch sprechen können. Roland, wir haben es vorhin angedeutet,
Markus Wohlfahrt hat irgendwo noch andere Züge. Hast du schon etwas gehört, munkeln? Betreffend Hypnose? Ja, richtig. Also wirklich, aber nur ganz am Rand. Ich kann jetzt auch nicht gross mitreden dort hier, aber ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Das scheint etwas zu sein, was ihm liegt. Ich muss einfach sagen, wir haben ja, oder ich habe mit, vor ein paar Wochen mit dem Markus eine Sendung produziert. Und dann waren wir da im Warteraum draussen und da war unter anderem Sonja dran gewesen. Und dann, ich bin selber auch schon hypnotisiert worden, muss ich auch sagen, auch an einer Veranstaltung. Und er hat dann so erzählt, der Markus, lass mal und so und so und so, ich will das in Detail gehen. Und tatsächlich, ich habe gestaunt, Sonja war hin und weg gewesen. Die hat sie gepackt. Ah. Und man kann über Hypnose das denken oder das denken, aber ich glaube, er ist da auf einem ganz speziellen eigenen Weg und als Musiker natürlich wiederum etwas ganz Spezielles. Wie stufst du das ein? Ja, ich bin auch einer, der auch so ein bisschen geteilter Meinung ist. Ich kann es auch nicht so recht beurteilen. Ich bin jetzt einer, der vielleicht die sphärischen Sachen ein bisschen weniger spürt. Aber ich finde es genau das, was du richtig hast gesagt, Elmar. Das kann so oder so, kann man jetzt darüber reden. Aber ganz viele Sachen beweisen, dass es Erklärungen manchmal gibt oder respektive Sachen gibt, wo es eben keine Erklärung dazu gibt. Und hier gehört natürlich Hypnose dazu. Und das gibt es und ist gut, das braucht man nicht weg zu diskutieren. Er hat ja jetzt auch, oder er möchte gerne irgendwie eine Sendung machen, speziell über da. Und er ist ja auch ab und zu immer so am Facebook, ist ja live, wenn er so etwas macht, oder? Und ich bin überrascht gewesen über die vielen Kommentare in der Live-Sendung. Ich bin einmal drauf gewesen auf dem Kanal, was er da ausgelöst hat. Aha. Also ich glaube, klar, Hypnose ist immer ein Thema natürlich auch. Man kann daran glauben oder nicht daran glauben. Ich bin auch eher so, also, ja, ich nehme es auf, oder? Aber bis ich selber mal dran bin, so muss ich sagen, an einer Veranstaltung, wo ich wirklich gemeint habe, ich glaube, ich bin im falschen Film, aber ich habe nichts realisiert und hätte mir machen können, was er wollte. Seitdem habe ich schon ein bisschen eine andere Einstellung. Ja, ich glaube, das geht glaube ich, in vielen so. Und ich denke so, ab und zu hört man Sachen, die tatsächlich eingetroffen sind. Und darum, es gibt sicher Leute, die andere Kräfte haben, als einfach vielleicht der Durchschnitt der Leute hat. Und darum finde ich auch gut, das muss man akzeptieren. Aber es ist noch ganz speziell ein Musiker, wo so Erfolg hat, wo jetzt auch unter anderem Richtung Hypnose geht. Ja, das ist sicher sehr speziell. Aber ich glaube, was es zeigt, er war ein Bandleader von einer sehr erfolgreichen Formation. Und dass er die erfolgreich hat geführt, die Band, hat ja gewisse Gründe. Also, das ist er als Person, die das richtig hat gemacht und hat gewisse Kräfte halt immer im weitesten Sinn gesehen. Und darum ist es für mich jetzt nicht ganz so abwegig. Roland, wie ist denn das? Du bist ja auch als Solist mit berndeutschen Liedern unterwegs. Aber ich glaube, du fühlst dich selber auch wohler, wenn du eine Formation im Hintergrund hast. Und so denke ich jetzt auch, das ist Markus Wohlfahrt so wegen der, ich meine, mit der Klostertaler Zeit ist eine feste Einheit gewesen. Und jetzt bist du allein auf der Bühne. Der Übergang ist schon noch speziell, also wenn man das am Anfang, wenn man das erste Mal macht, wenn man so ein bisschen hilflos dasteht, weil doch Kollegen ringsherum irgendwie einem eine Art Stütze geben, da gewöhnt man sich natürlich selbstverständlich auch dran. Aber es ist richtig, allein auf der Bühne zu stehen, ist auch interessant, hat auch viele Vorteile, selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite natürlich kommt man sich am Anfang schon ein bisschen leerer vor. Wie wäre das bei dir, wenn es du würdest sagen, von heute auf morgen nur noch als Solist unterwegs? Ich glaube, da würde ja auch ein bisschen beißen, gell? Das ist nicht so einfach. Ja, ich glaube auch. Also, das suche ich auch nicht oder so. Weil ich denke, es gibt wir sind als Formation Gott sei Dank beliebt, so wie wir uns sehen, auch miteinander auf der Bühne. Und das würde ich sicher gerne weiterhin so ziehen. Klar, man kann sagen, bei den Flippers war es auch so gewesen, natürlich, dass der Olaf sich hat gesagt, Kollegen haben ja nicht mehr wollen dann zumal. Und er hat gesagt, aber ich will noch, ich versuche es einfach mal. Und das funktioniert, glaube ich, ganz recht gut. Also kommt dann halt vielleicht, würde es auf eine
Ist-Situation der Fachhochschule. Hast du es gemerkt, auf was ich herauswählen wollte? Roland Eberhard als Solist oder Band? Oder wie hätte es können sein, weil ich höre von anderen Interpreten, also Musikformationen, die gewissen Sänger, die schon ein bisschen spekulieren, dann als Solist weiterzumachen. Was natürlich nicht heisst, dass der Sänger als Solist erfolgreich ist. Das weiß man nie. Richtig, das weiß man nie. Das kommt auch dann darauf ab, wie das die Leute aufnehmen und was bietet der Interpret für Titel. Kommt das weiterhin gut an oder geht er in eine andere Richtung? Dann kann es auch in die Hose gehen. Ja, Roland, wir sind immer wieder mitten in deinem Stopp geblieben, was wir hier diskutieren. Und ich glaube, es ist schon interessant, wenn man mal ein bisschen tief rein kann gehen von den einzelnen Interpreten. Mm. Und Markus Wohlfahrt ist ja doch ein Kapazität. Ich sage eigentlich immer so ein Musikdiamant eigentlich. Und ich bin gespannt, was er noch weiter wird bringen. Aber ich glaube, die Alpin KG ist doch auch etwas Spezielles. Aber ich bezweifle, ob er den gleichen Boom könnte auslösen mit den Klostertalern. Was glaubst du? Hast du das Gefühl? Ja, das ist schon etwas, wo man einfach auch nur spekulieren kann. Wie es dann ist, wissen wir nicht. Ich denke grundsätzlich auch, es ist ja im Allgemeinen nicht einfach, überhaupt ein Projekt zu lancieren, ein Musikprojekt. Es braucht so viele Glückspunkte dabei, dass etwas überhaupt nicht auch funktioniert und dass man darf unterwegs sein. Und dann kommt natürlich dazu, jetzt ist er als Solist, Markus, ist er ein bisschen ringer gewesen, zum reisen und auf der Bühne die Projekte anzunehmen. Mit einer Band kommt viel, viel mehr Aufwand wieder daher. Du musst alles transportieren. Das mit den Kleiderwahl, mit dem Hotel, die ganze Fahrerei, dann das Proben natürlich. Das ist eine wunderbare Liveband natürlich. Und da brauchst du viel, viel mehr Aufwand. Und da ist einfach auch die Frage jetzt vielleicht, wie gut schaffen die Jungs das. Also, das will man sicher, auf jeden Fall. Aber man will so viel lang Gas geben und proben, dass man ja einen Ertrag sehen will. Im Sinn nicht finanziell, aber Erfolg kommen die Leute. Haben sie Freude an ihm? Haben wir weitere Auftritte? Wenn das eintrifft, dann kommt es, glaube ich, gut. Sollte es ein bisschen schwierig werden mit Auftritten, dann ist dann manchmal halt die Luft plötzlich auch draussen. Und das geht vielen so. Das ist nicht nur beim Markus Wohlfahrt und seiner Band so. Albin KG, du hast ja gerade erwähnt, der Aufwand ist doch relativ gross. Wie läuft denn das jeweils? Ich meine, ich habe jetzt, ja, liebe Zuschauer, ich muss Ihnen es wirklich sagen, über 50 Mal ist er in den letzten paar Wochen im Flieger gestiegen. Deutschland, Österreich, Schweiz, Ritter und so weiter. Roland, das ist ein Wahnsinn, was mit euch in Deutschland aussen momentan abgeht. Ich meine, musst nicht bald einen zweiten Wohnsitz in Deutschland haben? Ja, das ist natürlich dann einfach so, wenn man eben auf Tour ist natürlich. Und dann hat man vielleicht zwischen 5 und 10 Auftritte nacheinander, fliegt wieder heim, fliegt dann wieder her nach Berlin oder nach Dresden oder nach Hamburg und geht wieder auf Tour. Und so kann man natürlich schnell viele, viele Flüge zusammen. Das tut sich aber auch relativieren. Die Touren sind dann mal wieder zu Ende und dann ist man wieder 3 Monate eher im Raum Schweiz unterwegs, wo alles wieder ein bisschen beruhigen. Aber trotzdem natürlich der Aufwand ist mehr so ein bisschen wegen der Aufwand auch gehabt. Der Aufwand ist halt schon immer sehr gross. Auch in unserem Fall, da muss man den Flug organisieren. Es müssen 3 Flüge sein. Wir haben in Deutschland einen Fahrer, der dann natürlich uns abholt am Flughafen. Wir haben ein Lager in Deutschland mit Merchandising, also mit Fanartikeln. Wir haben unsere Instrumente doppelt, die sind auch in Deutschland am Nord gelagert, wo unser Fahrer mitnehmen muss. Also das muss einfach alles organisiert sein. Bis man dann dort auf der Bühne steht, dann wird wieder alles zurücktransportiert, wieder ins Lager etc. Es muss das Mietauto wieder neu gemietet werden, ein Bus, wo wir unterwegs sein können. Also die Aufwände sind halt schon auch da. Organisiert das dein Lebenspartner in Zandra jeweils alles von A bis Z? Ja, genau. Also zum meisten tut sie machen. Das ist richtig. Natürlich Hand in Hand mit mir, weil ich kenne natürlich sehr viele von diesen Hallen mittlerweile gut in Deutschland, weil wir schon viele Mal gespielt haben. Ich weiss dann, wie weit ist die Distanz zum Flughafen von dieser Halle zu dieser Halle. Und dann muss man das ein bisschen Hand in Hand machen. Und sie macht dann aber alles andere, wie Flüger organisieren, Flüger, dass jeder sein Ticket im Sack hat und alles, was dazugehört. Und ja, es sind recht viele Aufwände, die jede Band hat im Hintergrund, wo man gar nicht sehen kann, dass es zuerst organisiert muss. Aber etwas hat mich erstaunt. Du hast mir etwas zeigen können. Da bist du es gegangen. Ich habe gerade überlegt,
Du bist in Deutschland draussen gsi, hast dann für ein Konzert müssen wieder in die Schweiz reinfliegen, hast dann, glaube ich, können im Hotel in der Schweiz schlafen, hast dann wieder müssen rausfliegen und so hin und her. Ich meine, du bist ja Stammgast bei deiner Fluggesellschaft auf Deutsch gesagt. Also hast du auch schon irgendwie etwas bekommen? Ja. Ein Gläschen Wein oder ein Sekt? Leider nicht. Ja. Oh, es gibt immer Schöckeli. Ah, immer ja. Schöckeli im Flüger. Nein, aber das ist so, auch das ist immer organisieren. Da gibt es so, so Ballungspunkte, wo man sagt, jetzt so viel lange jetzt spielen, dann die Flüger, hey, Schweiz spielen, wieder die Flüger zurück. Da muss man einfach ein bisschen, der Weg ist das Ziel, sage ich mal. Also da müssen wir, die Punkte müssen wir alle abarbeiten oder dürfen sie abarbeiten, spielen dort und dort. Und dann gibt es wieder eine ruhige Zeit. Aber doch, vorher weiss man, da kommen jetzt Tage auf uns zu, wo man sehr, sehr konzentriert muss sein und auch den Anführungsschlussstrich Stress einfach auch muss verkraften, das Beste daraus machen, möglichst ruhig angehen und dann ist es wieder mal erledigt und dann bleibt man wieder. Hat das aber auch schon mal gegeben, dass irgendwo, ich sage jetzt mal, den Zug oder den Flug verpasst hast? Es hat alles schon gegeben. Ich fahre in der Regel mit dem Zug zum Flughafen, weil das einfach entspannt ist und ich kann noch etwas schaffen im Flügerinnen. Ist halt auch schon vorgekommen, dass der Flug, also der Zug erstens mal, ist wegen einer Fahrleitungsstörung, irgendetwas anderes, hast nicht können, plötzlich den Zug nehmen, hast in letzter Sekunde müssen ins Auto noch springen oder dass ein Anflug hast du gemacht, irgendwie als Zwischenlandung und dann der nächste Flüger nicht parat war oder der hat Verspätung gehabt, dann hast du den anderen Flüger nicht mehr verwünscht. Wir haben schon alles zusammen erlebt, aber mit der Zeit, wie soll ich mal sagen, erklüpft man dann nicht mehr so schnell. Ja, und nimmt es dann mal, wie es ist. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weggeschweift, genau. Vom Markus Wohlfahrt, weil etwas müssen wir noch machen. Wir haben ja gesagt, liebe Zuschauer, wir tun immer den Interpreten oder Musiker oder Bands eine Note vergeben. Ich würde sagen, von meiner Seite kommt der Markus Wohlfahrt ein 8 über. Und du hast mir sicher auch eine Zahl, wo man dann, also 8 Punkte, 10 ist das Beste natürlich, oder? Mhm. Und ich kann es auch argumentieren, weil mit ihm selber das Zusammenarbeiten ist sehr, sehr angenehm, aber knallhart. Knallhart. Mhm. Und vor allem auch, wenn er halt an den Titel glaubt, behaupte ich, er bringt jeden Titel durch. Ja, ich glaube schon, er hat eine gute Art, ein Gespür zu haben und dann eben vielleicht auch den richtigen Titel eben zu präsentieren. Er ist ein Vollprofi und ihn muss man gar nicht gross lehren. Er weiss, wie es funktioniert und das finde ich ganz schön an ihm. Hast du ihm auch eine Note vergeben für das Gesamtwerk, in dem sie Markus Wohlfahrt? Ich gebe eine, aber das ist auch, wenn Markus wieder zulässt, das ist nicht irgendwie persönlich gemeint, selbstverständlich, sondern wir versuchen ja irgendwie die Realitäten auch ein bisschen zu spiegeln, selbstverständlich. Und ich würde ihm jetzt ein 9 geben, und zwar nur aus dem einzigen Grund, dass ich sage, schade, haben sie dann die Band aufgelöst oder hat er oder mit seinen Kollegen die Band, das, die fehlt auch noch heute immer noch. Das unterschreibe ich dir. Das ist genau das. Ich behaupte, wenn die, also heute wäre Klostertaler Zeit, ich glaube, ich sage Nummer 1. Es würde immer noch, gell, funktionieren. Lass mal, und Roland, ich habe noch etwas. Wir haben ja neu unser beliebte Brettspiel zur Sendung besetzt. Wunschkonzertspiele. Und liebe Zuschauer, das kann man neu, gehen auf unsere Homepage, kann man neu bei uns beziehen. Und da hinten hat es einfach wirklich, ich kann das schnell aufmachen, das ist so ein Brettspiel. Und natürlich mit, wir kennen das irgendwie, und da hat der Marco etwas Neues Spezielles rauskristallisiert und zusammengeschickt. Und ich glaube, wie das Wunschkonzert da immer wieder viele besuchen und uns anrufen, besetzt einfach einmal auf die Homepage reinzappen und dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es bestellen. Roland, das war's. Einmal mehr. Geht schnell. Zu schnell eigentlich, kann man sagen. Ja, zu schnell. Ja, genau. Ich wünsche dir eine gute Heirat. Danke und, wir haben jetzt noch ein paar Termine. Genau. Und bleib noch ein bisschen in der Schweiz. Das müssen wir dann mal wieder monatelang aussetzen. Aber bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Sehr gerne. Danke vielmals. Merci.